Hi zusammen. Das Wort Firma ist jedem bekannt, aber nur wenige wissen, was genau eine Firma überhaupt ist. Heute schauen wir uns an, was genau überhaupt eine Firma ist. Dazu einmal eine kleine Definition. Firma ist der Name, unter dem der Kaufmann seine Geschäfte betreibt. Man unterscheidet zwischen unterschiedlichen Firmen bzw. Namen. Als erstes haben wir die Personenfirma. Hierbei heißt die Firma bzw. das Unternehmen wie der Name des Inhabers. Zum Beispiel, wenn der Unternehmer bzw. der Geschäftsführer Max Mustermann heißt, kann die Firma Max Mustermann auch heißen. Als nächstes haben wir die Sachfirma. Bei der Sachfirma ist der Bestandteil der Name das, was Unternehmensgegenstand ist. Also das, was der Unternehmen macht, bzw. das, was dem Unternehmen ausmacht. Zum Beispiel haben wir hier bei einer Kunststofffirma Kunststoffverarbeitung GmbH. Als nächstes haben wir eine Kombination aus beiden, die Mischfirma. Das ist eine Kombination aus Person und Sachfirma. Hierbei wird der Name und der Gegenstand des Unternehmens zusammengenommen. Also Mustermann Kunststoffverarbeitung GmbH wäre zum Beispiel ein Beispiel dafür. Als nächstes haben wir die Fantasiefirma. Hierbei wird einfach irgendein Name erfunden, der weder mit dem Inhaber noch direkt mit dem Gegenstand des Unternehmens zu tun hat. Zum Beispiel Blauer Löwe AG. Bei der Firma gibt es auch Grundsätze, die man beachten muss. Als erstes haben wir die Firmenklarheit. Der Name bzw. die Firma darf nur einmal vorkommen am selben Ort. Es dürfen nicht zwei Firmen existieren mit demselben Firmennamen. Das würde zu Verwirrung führen und nicht zu einer Klarheit. Als nächsten Punkt haben wir die Firmenbeständigkeit. Dieser Grundsatz dient dazu, dass der Name weitergeführt wird, auch wenn der Inhaber sich wechselt. Das heißt, der Name einer Firma muss immer bleiben und beständig sein. Dann haben wir noch die Firmenwahrheit. Der Firmenname darf keine Irreführung beinhalten und muss dem Rechtsverhältnis entsprechen. Und zu guter Letzt haben wir die Firmenöffentlichkeit als Grundsatz. Die Firma muss öffentlich im Handelsregister eingetragen werden. Aber was genau ist das Handelsregister? Schauen wir uns den einmal an. Im Handelsregister gibt es einen bestimmten Inhalt. Dieser beinhaltet zum Beispiel den Firmennamen. Als nächstes haben wir das Kapital, was aufgebraucht wurde, um diese Firma zu gründen. Darüber hinaus steht im Handelsregister auch drin, wer die Geschäftsführung ist, die Vertretung und wer der Prokurist der Firma ist. Außerdem ist ein Hauptbestandteil des Handelsregisters auch der Geschäftssitz bzw. der Standort des Unternehmens. Zudem ist auch Gegenstand des Unternehmens ein Bestandteil des Handelsregisters. Also steht auch drin, was das Unternehmen macht. Und zu guter Letzt wird auch die Haftung des Unternehmens im Handelsregister aufgeführt. Nun haben wir das Handelsregister auch verstanden. Am Anfang habe ich erwähnt, dass die Firma der Name ist, unter dem der Kaufmann seine Geschäfte betreibt. Es gibt aber auch verschiedene Arten von Kaufmann. Schauen wir uns die Kaufmannsarten dafür einmal an. Als erstes haben wir den Ist-Kaufmann. Der Ist-Kaufmann betreibt ein Handelsgewerbe und die Eintragung seines Unternehmens ist im Handelsregister deklaratorisch bzw. rechtserklärend und bezeugend. Das heißt, es ist nicht zwingend notwendig, dass er im Handelsregister drin ist. Es bezeugt bzw. erklärt nochmal die Firma. Als nächstes haben wir den Kann-Kaufmann. Das sind Kleingewerbebetreibende. Und hierbei ist die Handelsregistereintragung freiwillig, also konstitutiv. Konstitutiv bedeutet rechtserzeugend. Also nachdem der Kann-Kaufmann, also der Kleingewerbebetreibende, sein Unternehmen im Handelsregister eintragen lässt, wird er zu einem Kaufmann, also wird da Recht erzeugt. Als nächstes haben wir den Formkaufmann. Formkaufmänner sind juristische Personen, die wegen ihrer Rechtsform vom Gesetz als Kaufmann eingestuft werden, zum Beispiel eine GmbH oder AG. Hierbei ist die Eintragung in das Handelsregister auch konstitutiv. Als nächstes haben wir den Fiktivkaufmann. Dieser hat zwar kein Handelsgewerbe, aber er ist im Handelsregister drin. Dieser hat somit keine Kaufmann-Eigenschaften. Und zu guter Letzt haben wir den Scheinkaufmann. Er ist zwar nicht im Handelsregister eingetragen, tritt dennoch wegen seinen Handlungen als Kaufmann auf, ohne die gesetzlichen Voraussetzungen zu erfüllen. Also genau das Gegenteil von dem Fiktivkaufmann. Das sind so die grundlegenden Kaufmannsarten, die es gibt. Die Kaufmannsarten sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man die Definition von der Firma genau verstehen will. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und viel Erfolg beim Lernen.